Den muss ich, glaube ich, einfach so basteln, ne? So, jetzt brauche ich aber Tücher dafür. Das heißt, wir müssen jetzt gleich nochmal schlafen, nochmal vom Server gehen und Tücher holen. Oder nee, erst Tücher holen. Da oben ist doch dieses kleine Minidorf. Dann nochmal schlafen und nochmal dahin. Weil die Tücher brauche ich noch, glaube ich. Eins, zwei... Drei werden es werden. Ja. Ups. Oh Gott, wie viele? Wie viele? Ich frage für einen Freund. Oh Gott. Keinen Bock auf Ärger jetzt. So, also. Zack. So, dann wirklich einmal nur los. Wegen den Tüchern. Bärbel regelt da den Rest, denke ich. So krass, ich habe geschlafen, habe aber nur halb volle Energie. Oh nein. Ist das hier schon? Ja. Mal gucken, wie viele Tücher wir hier rauskriegen. Nicht so viel. Geil, jetzt finden wir die hier gar nicht, die hier sonst immer liegen. Das ist ja noch beschissener. Das ist doch da. Zweimal Stoff. Nicht viel. Ach so, weil ich nur 2 Stunden geschlafen habe, deswegen.
Also ich dachte, weil mir vielleicht zufällig kalt war oder so. Schon wieder Babys. Da flippst du doch aus. Kevin ist auch schon wieder sonst wo. Ach so. So, wir klauen ihn jetzt mal eben das Holz, weil wir es brauchen. Und dann machen wir unseren begehbaren Kleiderschrank. Er kann das hier in Ruhe weiter füllen. Und dann machen wir einmal das Schlafzimmer jetzt fertig, soweit ich denke. Und dann machen wir mit dem Rest weiter. Ist gar nicht mehr so viel. Oh. Entschuldige bitte, dass ich dir die eine Kugel verwehrt habe. Nervkopf. Die haben gehört, dass ich fertig will bin. Ja. Sag mal, Leute, habt ihr eigentlich, hat einer von euch mal irgendwas von Abati gehört? So? Fiel mir letztens mal so ein, weil von dem haben wir lange nichts gehört, ne? Nicht hier, nicht auf dem Discord. Schreibe ich vielleicht mal an. Wo rennt er denn jetzt schon wieder hin und holt Holz? Oder will er da drin etwa... Der will da drin Holz reinpacken, ne? Und jetzt ist er auch da drin. Ist er durchgeploppt. Sehr krass. Das ist ja ein Idiot. Lass dir schmecken. Ach, jetzt kommt er da auch schon wieder nicht raus. Wo auch immer er jetzt steckt. Dahinter steckt er irgendwo. Da.
Irgendwie lustig, dass der Uschi nicht kalt ist. In Klammern Wolverines Frau, der ist gerade AFK. Na dann, herzlich willkommen im Stream. Ja, so weit ist die KI hier noch nicht, dass der guten Bärbel kalt wird. Ich habe ihr natürlich, schlechter Mann wie ich bin, auch noch keine Winterkleidung gegeben. Also, liegt vielleicht auch eher an mir. So, was ist mit Kevin jetzt? Der geht wieder zurück. Ich glaube, ich muss mir den Typen nochmal eben greifen. Irgendwas hat er, glaube ich, nicht verstanden. Ach doch, jetzt macht er hier voll. Aber weil wir Eis haben, macht er auch gerne drinnen voll. Wer konnte das ahnen, dass die KI so weit geht? Sie immer nutzen, wenn er beim Kind ist. Ja, klar. So. Ist die erste Wand fertig? Achso. Freut mich zu hören, dass du mir gerne zuhörst. Immer, weil er das auf laut hat. Das heißt ja, ich habe für dich eine angenehme Stimme. Was ist hier los? Bärbel! Du mal wieder in der Hütte! Was ist denn da los? Mir wurde gerade erzählt, dass ich dir mal andere Klamotten anziehen soll. Zieh mal das hier an. Oder doch lieber das? Nee, das ist länger. Und Leder ist nicht so extrem. Bitte! Also war dir doch kalt. Wolverine, du kannst deiner Frau sagen, Bärbel hat sich über andere Klamotten gefreut. Ihr war wohl doch kalt. Frage ist, kommen wir hier rein in den Kleiderschrank? Ja, eigentlich wäre das ganz geil, ne? Wenn wir den hier vielleicht nochmal umstellen würden, bis der hier so in die Ecke kommt und dann ein anderer hier eher gerade und dann wird das hier die Tür. Der kann da so bleiben. Ach ja, sie hört und sieht mich, hat sie mir eben gerade erzählt. Was soll ich dazu sagen? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas?
Okay, das läuft besser als gedacht. Was will die mitkicken über ihren Twitch-Account? Ist doch toll! Da freue ich mich! Ein Zuschauer mehr! Jetzt musst du aufpassen, was du schreibst, Wolverine! Was hast du? Wenn du jetzt Scheiße schreibst, dann gib das aber richtig. Mit dem Lineal auf dem Schlons. Zap! Never, die kennt mich. Ja, ja. Ganz ehrlich, Wolverine, nur so kann eine Beziehung klappen. Wenn man sich gegenseitig gut kennt und Blödsinn machen kann und blöde Sprüche machen kann, ohne dass der andere gleich die Wände hochkrabbelt. Und wie so eine Hexe von der Decke guckt. So. Lass die Spiele beginnen. Schmeiß jetzt mal aus dem Schlafzimmer und so auch alles raus, weil wir das nicht mehr brauchen werden. Weil wir mit dem Bau im Endeffekt durch sind. Und beim Neuladen ist das alles weg. Könnten da natürlich auch noch Feuerholz draus. Feuerholz draus machen. Aber. Oh nö. Wir haben ja eigentlich genug. Ach, ich renne hier immer wieder rein. Gott sei mit dir. Warum? Keine Ahnung, das weiß nur er. Wolverines Frau folgt unauffällig. Vielen Dank, Wolverines Frau. Wer hat eigentlich die längeren Krallen von euch? Jetzt ist sie jetzt dein 99. oder 100er? Ich glaube 99. Ich? Okay. Ja, war klar. Das wäre jetzt von meiner Frau auch so gekommen. Ah, die einmal alle aufnehmen? Hallo? Nein, Mann! Kann ich das Ding nicht bewegen, oder? Doch, jetzt. So, jetzt aber rauf damit. Muss ich auch irgendwie eigentlich noch voll machen, ne, bevor wir aufhören. Den vielleicht auch nochmal gerade stellen. Ich weiß es nicht. Ich würde aber hier auch noch einen hinstellen wollen. Begehbaren Kleiderschrank. Obwohl, mehr brauchen wir ja eigentlich nicht. Obwohl, wir könnten noch eine
kann man da noch so für komische Rüstung machen? Achso, die Tech-Rüstung, aber die ist mir zu teuer. Könnte man nicht noch irgendwie so eine Billo-Rüstung machen aus... Keine Ahnung.